Hallo, willkommen zurück zu Grandia. Wir erinnern uns, im letzten Part haben wir Deck geschrubbt. In diesem Part, ja, keine Ahnung, was mich da in diesem Part erwartet. Also okay, ich weiß es, aber werden ja sehen. So, der Typ hat ja gesagt, wir dürfen uns hinpauen. Ihr habt eure ganzen heutigen Arbeiten erledigt. Ausgezeichnet. Seht aber müde aus. Legt euch doch hin. Autsch, au, mir tun alle Knochen weh. Das ist bloß Muskelkater, Su. Da gewöhnst du dich dran. Heute übernehme ich auch einen Teil deiner Arbeit. Vielen Dank, Justin. Du-di-du-di-du. Und wieder heißt es Deckschrubben. Woher kommt mir die Melodie wohl so bekannt? Naja, egal. Tja, sieht so aus wie ein weiterer Tag. Und seid ihr zwei bereit? Jo. Und jetzt geht's aber ab. Los. Justin, 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 Justin. Go, go, go. Go, go, go. Los. Schrubb. Los, 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 los. Heute sieht schon ein bisschen besser aus mit meinen Drücken. Komm schon. Du schaffst das. Chaka, chakalaka. Du schaffst das. Los, Justin. Justin. Los, 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 los. Noch eine Bahn. Ja, das schaffst du. Los, 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 los. Jo! Geschafft. Ja, und Su, die ackert sich da unten noch weiter am an dem einen. Egal. Wir haben es geschafft. Hey, ganz guter Job hier. Wenn ihr so weitermacht, seid ihr Profis, wenn wir ankommen. Wir sind zwar Schiffsjungen, aber müssen wir das nun putzen? Gebt uns einen wichtigeren Job. Macht weiter so und ihr werdet darüber nachdenken. Hier sind 25G für die gute Arbeit. Für heute seid ihr fertig. Ab auf eure Kajüte. Na toll, wenigstens haben wir was verdient. Hä? Was haben wir denn hier? Gut, die Linse ist super sauber. So kann das Licht weit leuchten. Sag mal, wofür ist die große Lampe? Weißt du das etwa nicht? Für Signale. Matrosen und Abenteuer benutzen Lampen für Signale. Der Gast wird bald an Bord sein und wir brauchen ein Signal für ein Boot. Ein Gast? Mitten auf dem Ozean? Natürlich, das ist kein Wunder. Gast ist ein größter Abenteurer der von Neuparm. Ein Abenteurer? Es gibt nur eine Wüsteninsel hier. Unser Gast ist dort und auf Abenteuertour. Wir fangen morgen früh mit den Vorbereitungen für den Gast an. Also verschlaft auch nicht. Cool, der größte Abenteurer von Neuparm. Wir befinden uns mitten Morgenstunden, die Sonne geht gerade auf, vielleicht geht es ja auch unter, ich weiß es nicht. Ich tippe auf Sonnenaufgang. Und da sind die Signallichter, aha, aha, aha. Ja, okay, dann holen wir den mal ab. Hey Su, was meinst du? Wie wird dieser größte Abenteuer von Neuparm wohl sein? Ob das wohl ein Hühner ist, mit Zottelbart und so Muskeln strotzend? Brabbel, brabbel, oh ja, ja, er hat sicher in einen fünf Arme, brabbel, brabbel. Ach, sie schläft schon halb. Ich frage mich, was ich mit der Abenteuerliga wohl lernen werde. Fallen entschärfen, Tipps zur Monsterbekämpfung, verflixt, ich kann nicht einschlafen. Na gut,
Ich leg mich hin. Justin! Hey Justin, aufstehen! Du wirst das runtergeputzt. Hey Justin! Nur noch ein bisschen. Nur bis 10 zählen. Jetzt komm dir nicht so! Ich hab doch gestern noch früh aufstehen, weil wir Abenteuer bekommt. Dum-di-dum-dum. Was machst du denn da noch so? Beweg dich, sonst geht sie ja ich alleine. Hey, ich hab auf dich gewartet. Ja, ich bin irgendwie über meine Zunge gestolpert. Beim Lesen. So. Hä? Ja, ja. Oh, so vielleicht. Der Kerl da, was macht er denn? Sowas Dummes sieht idiotisch aus. Hey du, was machst du da? Oh, das meinst du? Das ist der Gruß. Cool. Coole Seeleute und Abenteurer. Dann muss man lernen, damit man ein ausgewachsener Mann wird. Was du nicht sagst, dann muss ich den auch beherrschen. Nein, nein, so nicht. Die Hand nach oben. So, meinst du? Hm, cool. Oh Mann, jetzt siehst du wie ein Idiot aus. Ja, hast du... ja, hast du gut drauf. Okay. Ich bin, glaube ich, noch nicht ganz wach. So, dann mal ab Deck. Lalalalalalalala. Wow, Schatzkisten, cool. Irgendwie fehlt der Untertitel. Ah, da, willkommen daheim, Fina. Junge, hab ich dich vermisst. Mir geht's super. Und wie man sehen kann, ist der Schatz einfach perfekt. Isn't it great? To tell the truth, I had a bit of trouble. It was one trap after another. Whoever set them sure had a bad attitude. They might catch some bumbling adventurer, but they can't catch me. At the very end, though, I thought I was done for when I had these giant boulders on my tail, but I quickly found a cave in the side and jumped in. Hang on. Let's not waste a good story. Let's go sit down. You can take your time and tell me about your adventure down below. I'll have the men carry your treasure. Okay, Captain. Can you guys take care of this stuff? Yeah, for sure. Later. Huh? Wer seid ihr zwei? Noch nie vorher gesehen. Ich bin Justin. Wow, ein Mädchen! Der größte Abenteuer in der neuen Welt ist ein Mädchen! Das ist so cool! Und hübsch ist sie auch! Stimmt's, Justin? Danke. Captain, können Sie uns vorstellen? Natürlich, Fina. Das sind unsere Schiffsjungs, Justin und Sue. Ich heiße Fina. Freut mich. Sag mal, Justin, begrüßen wir Sie mit dem 5-Hochgruß? Okay, den haben wir ja gerade geübt. Ich bin Justin, freut mich. Wisst ihr denn nicht, dieser Gruß gilt nur, wenn man richtige Matrose seid. Okay, jetzt geben wir uns die Hand. Den 5-Hoch-Gruß heben wir uns auf, wenn ihr richtige Matrosen seid.
Komm weiter, Fina. Vergiss die Arbeit nicht. Ich so, Justin. Ihr zwei, viel Glück bei der Arbeit. Tja, sollen wir gehen, Captain? Das ist Fina, die coole Braut an meiner Seite. Im Spiel. Ach, sie hat mich irgendwie ein Kind behandelt. Aber sie ist so cool. Ich wäre gern wie sie. Der größte Abenteuer in der neuen Welt. Sie war ziemlich clever. Ach, schön. Ach, überhaupt kein Spaß. Heute schon wieder Deck schrubben. Nicht wieder. Ich besser als über Bord gehen, oder? Es ist deine Schuld. Hä? Hey, es ist schon sauber. Wer hat das Deck für uns geschrubbt? Hey, ihr zwei. Es wird Zeit. Aus dir wird nie ein echter Matrose, wenn du nicht aus dem Bett kommst. Guten Morgen, Justin und Sue. Sieht aus, als würde es heute heiß. Huh, du weißt unsere Namen noch? Ich bin geschockt. Ein Spitzenabenteuer braucht ein erstklassiges Gedächtnis. Oder ich glaube es zumindest. Der Kapitän hat mir von euch erzählt. Da dachte ich, ich rede mal mit euch. Ich dachte, ich rede mit euch, während ihr das Deck schrubbt, aber ihr braucht so lange, hierher zu kommen. In diesem Tempo dauert es noch lange, bis ihr richtige Matrosen seid. Jesus, du bist aber hart. Ich bin ja ein Abenteurer. Für mich ist das okay so. Ein Abenteurer? Warte mal, der Captain sagte, du seist ein Schiffsjunge. Das ist doch nur Tarnung. Ich habe einen guten Titel, so. Weißt du, dass du beinahe... Nein, ich erzähle es ihr. Das Problem war, dass Justin versucht hat, mich zurückzulassen. Zurückzulassen? Jetzt hör mal zu, Fina. Justin ist so schrecklich. Und das ist alles. Ich bin noch ein großer Abenteurer. Stimmt's? Du siehst also, dass alles Justins Schuld ist, oder? Ich sehe, dass ihr zwei richtig gute Freunde seid. Ihr seid aber witzig. So habe ich lange nicht mehr gelacht. Hör mal, Fina, erzähl uns etwas von dir. Es ist unfair, nur von uns zu reden. Das stimmt. Was wollt ihr denn wissen? Erzähl uns von deinen Abenteuern. Das lässt sich nicht schwer in ein paar Worten sagen. Ach, wir haben noch viel Zeit, bis wir nach Neuparm kommen. Also erzähle ich euch jeden Tag ein bisschen. Das heißt, dass wir auch eine ganze Zeit lang Stacks schrubben werden. Nur die Schiffsjungen haben es schwer. Ihr schafft das. Ich helfe euch auch. Zusammen macht es bestimmt Spaß. Yeah, danke, Fina. Wie kann ich eine neue Welt... Also, Justin, du möchtest der größte Abenteurer der Welt werden? Ja, wir gehen zur Abenteuerliga in Neuparm. Fina, bist du auch ein Mitglied? Nun, na klar bin ich Mitglied. Großartig, ich werde auch Mitglied. Und ich werde ein noch besserer Abenteurer. Ich denke schon. Ich gehe mit dir auf Abenteuer. Das macht bestimmt Spaß. Fina, lebst du in Neuparm? Wo ich lebe? Ich wohne in Neuparm und die lebe alleine. Mein Leben ist sorgenfrei. Alleine? Du bist cool, Fina. Du bist nicht einsam? Meine Eltern sind lange tot. Ich habe mit meiner großen Schwester zusammen gewohnt. Aber nun nicht mehr. Wow, alleine in der neuen Welt leben? Fina, das ist so cool. Mir gefällt dieser Wind nicht und plötzlich die Möwen. Ich werde zum Captain gehen. Justin und Sue, ihr solltet in eure Kajüten gehen. Bis bald.
Sie hat so fröhlich gelacht und jetzt ist sie so ernst. Was ist bloß los? Guck doch mal, Justin, plötzlich sind überhaupt keine Möwen mehr da. Du hast recht. Ich glaube, es wird etwas Interessantes passieren. Das werden wir herausfinden, Sue. Aber das werden wir erst im nächsten Part herausfinden. Bis dahin sage ich Tschüss, eure Tita Kenshi.